Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem Tutorial, und zwar ja mit einem Tutorial, wie ihr kostenlos einen Minecraft-Server erstellen könnt. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange los und legen sofort los. Ja, was ihr dafür braucht, ist halt ein Browser und Minecraft. Ergibt Sinn, denke ich einmal. Gut, das erste, was ihr macht, ihr geht in euren Browser und gebt folgenden Link ein. Das ist der Link, zu dem müsst ihr hin. Den könnt ihr dann, hallo, abschicken. So. Und dann kommt ihr hier auf diese Webseite. Ihr könnt euch dann hier einen Account erstellen, könnt ihr euch einen machen. Ihr könnt euch ganz normal da anmelden. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären, wie das Ganze funktioniert. Das ist ein ganz normaler Anmeldeprozess, wie bei jeder anderen Webseite. Das könnt ihr halt aber auch über Facebook und Google und noch ein paar andere Möglichkeiten machen. Also ich glaube auch Twitch und so wird auch unterstützt. Ja, ich habe hier schon einen Testserver gemacht. Ich würde sagen, gehen wir hier drauf, und ja, was ihr machen solltet, ist euren Adblocker deaktivieren, weil ja das Ganze halt mit Werbung finanziert wird. Man kann dann zwar hier trotzdem zwar draufklicken, ja, dann wird aber trotzdem angezeigt, wir finanzieren unsere Projekte mit Werbung, bitte schaltet den Adblocker aus. Und das würde ich sagen, das machen wir auch an der Stelle. Und ja, da klicken wir hier drauf und auf dieser Webseite deaktivieren. So, und dann ist das Ganze aus, weil ich finde, sowas sollte supported werden. Und die Werbung stört jetzt hier auch nicht. So Leute, was wir jetzt machen ist, wir machen einen neuen Server. Ich lösche den bestehenden Server. Sage jetzt mal einfach mal neu installieren. Ja, neu installieren. Zack. Dann können wir hier einen Server jetzt machen. Wir können eine Domain machen. Die nehmen wir jetzt einfach mal Test. Zufügen. Ach nee, ungültig. Nein. Ach, hier können wir die arbeiten. Quatsch. Nennen die jetzt mal doch so Test. Klicken dann hier auf Speichern. Oh, die ist bereits vergeben. Ja, dann noch mal Test 1. Warum schreibt er da unten rein? Test 1. 2, 3 am besten. Also, als ob die schon vergeben ist. Test 1, 2, 3, 1, 2. Leck mich am Arsch. So, jetzt aber. So, ein Wargaming, jetzt mal reingeschrieben. So, haben wir jetzt drin. Ja, dann können wir hier ein paar Sachen auswählen. Zum Beispiel einen Spawnschutz von ein paar Sekunden, 5 Sekunden. Das klicken wir ja jeweils immer auf Speichern. Ja, können hier Schwierigkeit gerade auswählen. Einfach, friedlich, deaktivieren, blablabla, Dorfbewohner, Monster, Blockbefehl. Wir machen einfach mal alles an. Gehackt machen wir an. Spielmodus erzwingen. Da sagen wir jetzt einfach mal kreativ. Whitelist. Ja, können, machen wir an. Und dann kann man hier eine Spielerzahl auswählen. Ich sage jetzt einfach mal 9. Resource Pack verwenden. Jetzt habe ich das noch nicht ausprobiert, wie genau das funktioniert. Aber hier könnte man auch so ein Resource Pack angeben. Ich glaube, das ist dann sowas, dass man das dann runterladen muss. Das wird dann auf dem Server runtergeladen. Wie genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber Zeitzone mir auswählen, dann hier was wir bevorzugen, Java 8 oder Java 8 und OpenJ9, keine Ahnung was OpenJ9 ist, ich kenne nur OpenGL. Ja, aber dann gehen wir mal weiter. Das sind die Optionen gewesen, haben wir jetzt alles gespeichert hier. Dann haben wir die Konsole, Log ist auch nichts drin, Spieler, ja, Whitelist, Operator, gesperrte Spieler, gebannte IP-Adressen.
Wo waren wir jetzt? Software? Genau. Da gehen wir jetzt zu Software. Da könnt ihr dann zum Beispiel einstellen, ob ihr einen Vanilla-Server haben wollt, einen Standard-Server oder Bucket, halt mit Mods. Hier gibt's ein paar, das ist auch mit Mods, Forge und so weiter. Also ne, Modpacks könnt ihr nutzen, ihr könnt Snapshot nutzen, noch nicht ganz entwickelte Minecraft-Version, Pocket Mine, Bedrock, also hauptsächlich. Ja, ich glaube, Pocket Mine ist, glaube ich, auch Mods für Bedrock oder so, habe ich aber jetzt keine Ahnung von. Ja, wir bleiben aber jetzt mal bei Vanilla. Das lassen wir jetzt mal so. Dann gehen wir mal bei Welten. So, wir laden jetzt eine Welt hoch. Ja, da klickt ihr auf Hochladen. Ja, ich würde jetzt mal sagen Ordner. Und dann müsst ihr euch euer Verzeichnis öffnen. Das ist der Pfad, den ihr braucht. Anwender, App Data und so weiter. Punkt Minecraft. Und dann ja, Saves Welt. Und dann kommt ihr halt hier in eure Welt. Beziehungsweise ihr müsst nur bis zum Punkt Saves, das ist sogar hier falsch. Ja, dann wählen wir die Welt aus. Also ich denke, das wisst ihr, ihr müsst halt einfach, um das zu öffnen, diesen Pfad, müsst ihr halt einfach Windows-Taste R machen. Und dann da rein. Punkt Minecraft. Und dann Saves, wo habe ich Saves? Saves, und dann kommt ihr hier zu den Welten. Ich würde sagen, ihr kopiert euch halt einfach diesen Link und dann kommt ihr halt ganz schnell dahin. So. Wir haben das jetzt gespeichert, man kann hier noch eventuell ein Backup machen, aber da machen wir jetzt nicht. Zugriff. Können wir hier noch einen Namen eingeben. Für Leute, die hier Zugriff haben sollen, auf dem Server, auf die Konsole hier, aber ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht. Dann, ja, gehen wir auch schon zu Server, können starten. Habe ich auch schon die richtige, ja, ich habe die richtige Version ausgewählt. Das ist nämlich meine Minecraft-Welt von Minecraft, alle Versionen, deswegen benutze ich so eine alte Version. So, ich klicke mal auf Starten. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich habe jetzt ein paar kleine Sachen umgestellt. Warten wir noch mal kurz. Aber ihr seht, es geht super schnell. Hier warten extrem viele Leute vor uns. So, ja, jetzt geht's. Schon los. Perfekt. Der Server ist nicht hier unten noch voll und der Ton sagt, der Server ist fertig. Jetzt gehen wir in Minecraft. Wir gehen extra gecrackt in Minecraft. Dann könnt ihr auch wunderbar sehen, dass das Ganze auch funktioniert. Ja. Wie gesagt, ältere Version. Habe ich ja jetzt eben schon gesagt, warum. Ja, gehen wir. Oh, hier ein Vorbild. Gehen wir mehr Spieler. Gehen mal auf direkt verbinden. Ich habe hier schon die Adresse drin. Können wir mal beitreten. Das sollte jetzt funktionieren. Scheint aber nicht. Ist der Server überhaupt da? Warte, ich habe den hier unten ja auch drin. Sagt hier an. Sagt hier, dass die Version nicht die richtige ist. Der ist doch. Ist doch auf der richtigen Version. Was willst du denn? Ja, ist doch 1.52, wo wir hier drin sind. Ah, jetzt. Jetzt ist er am Start. Wir sind nicht gewitelistet. Ach, weil wir die Whitelist anhaben. Warte mal, dann mache ich mal gerade die Whitelist aus. Sollte jetzt sein klappen.
das tut's auch. Ja, aber man sieht, ja, wunderbar, wie das Ganze funktioniert. Wir können hier unten mal reingucken. Hier haben wir ja unser unseren Dungeon. Und der Spielsound ist einfach mal absolut zu laut. So. Und hier brodelt auch irgendwo Lava. Ach, hier war das, stimmt ja. Ja, und dann sind wir jetzt hier auch in unserer wunderschönen Welt. Ja, ist eh eine Kopie, also wenn ich jetzt hier was kaputt mache oder sowas, würde hier, hat das eh keine Auswirkungen. Weil das sich hier eh nur um eine Kopie handelt. Aber ja. So Leute, zum Abschluss testen wir auch nochmal, wie gut der Server läuft. Wie no? No. Ich glaube, die Kühe haben keinen Bock da drauf, dass ich hier so TNT platziere und so. Mir aber egal. So, wir machen alles kaputt. Wir müssen ja mal testen, wie gut die Performance ist, ne? Das wird so laggen, wenn ich hier fertig bin. Da bin ich mal gespannt, wie der Server damit klarkommt. Oh nö, eigentlich leckt's ja gar nicht. Es läuft ja eigentlich voll flüssig. Mann, jetzt wollte ich eigentlich, dass es voll leckt. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Hm. Klappt ja echt ganz gut. Okay, Performance gar nicht mal so schlecht. Ja. Gut, Leute. Gut, so schlecht läuft es also auch nicht tatsächlich. Aber ihr solltet bedenken, wir haben jetzt hier 9 Slots aktiv. Seht ihr auch da oben. Fragt mich nicht, warum da Shader NVA gegen steht. Das Shader, das wurde irgendwie vom Cricket Launcher dort hinzugefügt. Kein Plan, warum das da steht. Aber... ihr seht, Performance ist eigentlich relativ stabil.
Da kann man eigentlich nichts zu sagen, dass das irgendwie laggy ist oder so. Die ist eigentlich voll in Ordnung. Läuft alles sehr gut. Na gut, ich muss auch sagen, ich habe hier, glaube ich, ja, ich habe hier Optifine am Start. Seht ihr ja hier. Das ist natürlich auch ein Grund, dass es natürlich auch deutlich, deutlich besser läuft. Und ja, was ich jetzt nicht verstehe, da hinten die Map, denke ich einfach so, ah, die spawnen wir einfach. Aber so im Großen und Ganzen läuft das hier eigentlich alles ziemlich flüssig. Ihr solltet aber bedenken, dass der Server nur 2 GB RAM hat. Von daher solltet ihr nicht zu viele Spieler drauf lassen. Deswegen so jetzt wie ich 9 ist vollkommen in Ordnung. Aber ja, ich sage mal so, man kann hier auch dem Server keinen großen Community-Server machen. Keinen wirklichen. Aber man kann wunderbar mit ein paar Leuten hier drauf zocken. Vor allem Vanilla. Ganz normal. Also ne, ich habe jetzt hier mal 9. an. Ich habe jetzt hier keine Leute, die jetzt hier drauf joinen könnten, aber an sich funktioniert das wunderbar. Ja, also ihr könnt hier eigentlich wunderbar drauf joinen. Gut Leute, das Ganze war es jetzt auch mit dem Tutorial. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesen Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin raus. Ciao Leute. Und die Map, die spawnt weiter. Wunderbar. Stop.